Plätze. Aber die ganzen Emote-Slots, die habe ich schon voll. Ich bin ja kein. Oh, wer hat denn da umgebaut? Das war einer von den neuen Dumpy, heißt er, glaube ich. Cool. Nicht, auch dass cool. Der dir den Spawn von dem Artefakt. Ist nicht blockiert, also. Okay. Er kommt noch. So, jetzt muss ich zuerst laden. Ah, cool, hier bist von hier bis hier oben. Wie kommt denn hier hoch? Wenn ich schon mal da bin, dann kann ich das Artefakt mitnehmen. Das habe ich nämlich noch nicht. Okay, da gibt's, da gibt's auch einen Schwertskin. Mal mitnehmen. Genau, Dragon Seed, das war einmal der pinke Parasaurus mit Herz. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Und einmal. Oh, hat was. Und einmal der Dodo. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Das ist der Dodo. So. Einmal Dodo. Und einmal, der ist voll schön geworden. Der Ruffy richtig gut gelungen. Und einmal der Parasaurus mit Herz. Sieht gut aus, ne? Gefällt mir voll gut, der mit dem Herz. Der ist richtig gut gelungen. Und die kann ich aber leider noch nicht aktivieren, weil, wie gesagt, ich brauche noch ein paar Slots. Und diese Slots kriege ich erst, wenn ich Twitch-Partner bin. Aber das bin ich noch nicht. Da muss ich gucken, ob ich vielleicht irgendwas rauswerfe. Ja, Raffi kann das aber wirklich gut. Mhm. Da vorne ist der rote Rift. Achso, okay. Ja, ich warte. Sag mal, ist die Wand bei euch da hinten auch so glitzernd feucht? Ja. Jo. Okay. Ich wollte nur kurz sagen. Das ist das Ende der Map. Da hinten. Und da haben wir doch schon die Base von denen. Ja. Oh, habt ihr seid ihr also das ist da, wo ihr umgezogen seid jetzt, ne? Genau. Oh, habt ihr mit euch der mörderlangen Treppe. Die Treppe ist cool. Oh. Ich mach das, dieses ganze Brückengedüdel finde ich ja richtig cool. Ah, ich wurde angezündet. Ah. Ich werde jetzt nicht gehässig sein, aber verdient. Warum? Einfach so. Ihr seid aber irgendwie alle Dachbaumeister geworden, ne? Sieht echt voll gut aus. Ja. Mhm. Weil du meine Dinos missbraucht hast. Ich muss das mal anders machen. Wir müssen das richtig machen. Wir müssen das alles nutzen hier in der Base. Ah, wenn du möchtest, kannst du auch ein paar Deinonychus haben, ne? Top-Zuchten von mir. Warum habe ich eigentlich keine verdammte Hose an? Das ist kaputt. Dex. Wahrscheinlich kaputt. Wo bist du, Dex? Da unten. Treppe. Dex will jetzt die ganze Treppe laufen. Ja, ich finde das schön. Da sollte man alles testen und sehen. Wir müssen aber gerade denken, Kim einmal rüber zu jagen, um zu testen, ob die sicher ist. Genau. Was denn hier? Warum kommen hier Pillermänner mal raus? Überall aus den. Was ist denn hier? Wurde der Guide nicht gesehen? Was? Dex, hier hast du ein paar. Hosen? Ah, ich werde angezündet. Kann ich fackeln. Oh, da war eine gute dabei. Ja, das heb alle auf, die sind. Nee, ich brauche nur ganz wenige. Ich brauche nicht. Hey, auf! Ich hebe nicht alle aus. Was will ich mit den ganzen Fackeln, Mann? Die wiegen doch eh nichts. Ja, was will ich denn damit? Die ganze Dings voll machen. Du wirst sie brauchen. Wo soll ich die denn lagern, Mann? In dir selbst. In dir. Im Popo. Das hast du. Die wollen mich anzünden. Hilfe. Die nehme ich noch mit. Und das war's. Die anderen nehme ich jetzt nicht mehr. Da kommt schon der nächste Zünder. Ja, die wollen mich alle anzünden. Was ist denn da? Drakaria. Brenn, Hexe! Brenn, Hexe! Nein. Hallo, Kevin! So, jetzt, wie sieht es eigentlich aus mit Gamma? Ich guck mal ganz. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 5 vor 11. Oder was in-game? In-game? Okay, in-game geht so. Ich mache mal Gamma wieder weggemacht. Ich finde das mit Gamma hier hoch zu rennen, ist schon ziemlich ätzend. Ich muss mal von der Seite zeigen. Es ist eigentlich schon Dex, fast. Hast du noch genug Essen? Ja. Bin noch Zett. Geht hier aber auch in dem Gebiet hier. Ist es nicht so enorm dunkel, wie wenn man in Redwood ist. Redwood, da siehst du ja überhaupt nichts. Da ist nur schwarz. Komplett schwarz. Ja. Wo ist die Base hier unten? Hm? Das hier unten? Mhm.
Rollback. Das gehört noch zu unserer Base. Auch noch? Ja. Ja, wollte gerade sagen, da ist noch mehr. Mir gefällt das hier, das so hoch zu bauen. Das ist, auch super genial gelungen, den beiden. Mhm. Ich mach das ganze Stelzen, die Düdel hier. Ich mag Stelzen. Ja, das war Einhorn. Also die Brücke hat Einhorn gebaut, weil ich war an dem großen Haus dran. Und alle unsere Viecher standen da unten. Ich finde das einfach cool. Ich finde das auch gut, dass das aus Holz gebaut worden ist. Ich mag nämlich keinen Stein. Ich mag auch erst recht kein Eisen. Ich hätte vielleicht später dann noch eine Tech-Brücke. Ich befreie dich. Da geht's erst nachher hin. Ja, ich wollte nur mal, Lass die Tiere in Ruhe. That sheep hello sagen. Nee. Gibt's nicht. Wie heißt nochmal das Wachsdings-Schaf? Die Serie mit dem Wachsschaf und dem Hund und dem Bauer und. Oh ja, mir liegt's auch. Sean ist Schaf. Sean, ja, Sean ist Schaf, genau. Sean ist Schaf. Oh, ein Tylakoleo mit Riesenkopf, voll gut. Das Einhornpisse hier. Ja. Ja, da ist wieder das typische. Ich wollte gerade sagen, das haben wir auch letztes Mal schon gehabt. Ja. Alter, ich hab keine Waffen dabei, das ist gemein. Das ist normal bei den beiden, die kloppen sich immer. Also. Hinten ist der Eingang. Das ist schon fast eine schöne Wohnfolge hier, ne? Fast, ja. Muss ich die Fackel noch anhaben? Nö. Nö, ich kann hier das. Hier ist schön hell. Ja, ist schön hell. Es ist echt schön hell. Und auch super bebaut. Man muss echt Wer baut das alles hier? Das sieht echt gut aus. Danke. Ja, ich mag, dass das hier so ein Mix ist. So ein Mix zwischen. Das hat der Stone ja auch irgendwie so drauf. Der weiß auch mal so meinen Geschmack, so diesen Mischmasch zwischen Holz und Stein und dann noch ein Mix aus Eisen noch dazwischen, vielleicht noch irgendwie Lehm. Ganz cool. Ja, ja. Hat das Lehm, finde ich, passt richtig gut dazu. Ja, leider kann man ja Lehm nirgendwo drauf nutzen, bis auf Dings. Wir wollten hauptsächlich aus Lehm bauen, also. Dex, brauchst du Wasser? Ich trinke gerade was, mir ist alles okay. Melira, du kannst doch gerne dazukommen, dann kannst du auch hauen. Mir gefällt das hier. Ja, der Tüter sieht aber echt gut aus, der blaue. Ich mag das, dass diese engen Treppen hier so dazwischen hochgehen, das ist voll gut. Ja, komm mal hoch. Das ist echt voll gut. Wem soll ich folgen? Da, okay. Hallo. Hier. Ich habe die Namen ausgestellt, deswegen. Da Kirby. Wir haben alle Artefakte zusammengekriegt, endlich. Cool. Alle 10 Stück hier um das ganze Haus. Das ist echt gut. Boah, das hier geht's ja wieder hoch. Cool. Habt ihr echt gut gemacht? Ja, da geht's nochmal hoch. Respekt bitte in den Chat schreiben. Respekt! Definitiv, also ich würde es nicht hinbekommen, bin ich ganz ehrlich. Nö, ich auch nicht. Ich bin kein Mob. Ich bin ganz klipp und klar kein Baumeister. Das sage ich auch jedes Mal. Ich auch nicht. So Pixel Art in Minecraft kein Ding, aber so Gebäude überhaupt nicht. Ich bin schon froh, dass ich mein Gebäude überhaupt so hingekriegt habe. Auch bei Minecraft bin ich auch ganz gerne und auch sehr kreativ. Und das ist ja eigentlich auch nicht mehr so schwer, weil es ist ja eigentlich nur Klötzchen auf einem Stück zu setzen. Ja. Ich möchte hier ein Dingens. Nee, das sind Einhorn irre. Hier ist noch leer, also hier könnte auch noch jemand einziehen. Gibt's denn da? Ein Zimmer ist noch leer. Hier ist das Zimmer von der Furby. Genau, hier hinten, das blaue. Hier ist auch einer von meinen Killer-Pinguinen, eine Sucht. Rutsch mal. Danke. Nette Bettwäsche. Danke. Schöne Kissen. Hier drüben ist noch ein Gemeinschaftszimmer in grün. Oh Gott. Wie kommst denn du auf so grelles Grün, Mann? Die hatten die Farbe gerade rumliegen. Denn hier drüben. Das ist übrigens nicht mein Grün. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin dunkelgrün, ja? Nur mal so als. Oder so? Sind die Teppiche schon fertig so? Nee, die hat sie so gefärbt. Also.
Weil das ist eben Einhornszimmer. Ich merke schon, Einhorn schläft. Wir hauten da auf die Tasten. Ach, Sivrit ist das. Entschuldigung. Man merkt sofort, dass Einhorn gerne ganz schlicht wohnt. Ja, merkt man. Egal, ob es ein Kartoffelsack ist oder ist Hauptsache irgendwie zugedeckt. Ja, genau. Kommt hin. Die Hyäne darf aus dem Fenster gucken, finde ich voll gut. Ach, okay, jetzt verstehe ich, warum die Zunge raus hat. Lecker. Agentamis. Voll gut. Das gefällt mir richtig gut, das Haus. Also bis auf das grüne, bis auf die grünen Möbel ist alles okay. Hey, lass die grünen Möbel in Ruhe. Also hier so Türkis ist noch sehr, sehr angenehm. Ist so eine angenehme Farbe. Das andere, das Grün ist schon krass. Ja. Also eben, das war meins und Einhornzimmer. Das hier ist Akis Zimmer. Das ist, sie spielt neu hier. Aki, okay. Die ist auch gerade online. Du kommst erstmal durch die zwei Zimmer, Luxusbude mit allem drum und dran, mit, keine Ahnung, mit Masseur im Schrank und so. Und dann hier kommst du hier hin, Pritsche. Ja, und ein Riesenschrank. Tresor. Schläft die vielleicht im Schrank und hat hier was unterm Tisch und unter dem Bett liegen? Nie unter die Betten von Frauen gucken. Das sollte man nicht tun. Nee, sollst du nicht machen. Ja, das ist wirklich sehr schlicht. Einfach so. Ich sag jetzt nicht, dass ich damit Erfahrung habe, aber ich will es euch nur, ich gebe euch nur Tipps. Also hier ist noch ein leeres Zimmer, also als jemand mal ein Zuhause sucht, wir haben ein Zimmer frei. Ich bin ja so mittellos, Stone Mike mittellos, ich bin ja eigentlich obdachlos. Und ich habe auch keine Hose an, schon mal bemerkt. Was, willst du eine Hose? Warte. Jetzt habe ich geschissen. Jetzt habe ich auch das. Ich habe jetzt gerade in das Zimmer geschissen. Das war jetzt. Ich hab gerade das Zimmer. Ich wollte eigentlich auf Toilette. Ich habe das. Gibt's hier eigentlich eine Toilette? Nee, gibt's leider nicht. Ah. Hier sind noch die ganzen Schultertiere von Einhorn. Die kriegen ihr eigenes Zimmer. Ja, es waren zu viele. Ich sag ja, Frauen. Wenn die Frauen einmal loslegen, dann gibt's hier, dann gibt's grüne Stühle und ein Zimmer für kleine Schultertiere. Aber ich gebe dir gleich mal noch eine Hose. Und Dex, obdachlos bist du doch gar nicht. Du bist doch momentan bei mir untergekommen. Ja, stimmt. Ja, noch stehe ich vor der Tür. Hallo Luna. Also, wenn du willst, hier ist auch noch ein Zimmer frei. Ne? Wann hast du jemals eine Hose an jetzt? Das, hallo? Gab's noch oben was zu gucken? Nee. Bei denen ist es wohl ziemlich gefährlich, Dex. Elti, gute Nacht. Und Zuckerqueen. Bei Furby und Einhorn fliegen jede Menge Betäubungspfeile hin und her. Nee, das ist eine Lüge. Weiß einer, was das ist? Zuckerqueen hat ein Update von 23 GB bekommen. Ich habe keine Ahnung. Hast du vielleicht ab? Hab ich heute auch drauf, um ehrlich zu sein. Das kann sein, dass das schon die ersten Sachen sind, die aufgespielt werden, damit der Download nicht so lange dauert von der neuen Map. Genau. So. Ich bin noch, ich wundere mich immer noch. Weißt du, was ich ganz ehrlich am schönsten von dem Haus finde? Was? Ich bin ja eigentlich immer so, man muss nicht die schönste Schräge auf dem Dach haben oder die geilsten, weiß ich nicht, irgendwas. Ich finde die Treppen hier voll gut. Bex, nimm doch die Hose mit. Achso, du hast mir eine Hose gegeben, Entschuldigung. Ja. Nimm die doch. Vielleicht will ich ja gar keine Hose. Ich bin hier im Haus Lederhose bei einer Frau. Ja, sehr geil. Oh, die ist eng. Oh, die ist eng. Entschuldigung, hab keine andere mehr. Also das hier, ich finde die Treppen voll gut. Ich mag das, diese vielleicht sehen das die anderen nicht so, vielleicht finden irgendwie, ich mag jetzt ja diesen Raum, wenn man reingeht, hast du alles hier. Fühlst dich nicht in so einem riesengroßen Lagerhalle, aber ist trotzdem noch irgendwie sehr verwinkelt, aber ich finde die Treppen hier so cool. Ich finde die Treppen voll gut. Du hast vor allen Dingen alles. Bex? Ja. Ich muss dir noch meine Küche zeigen. Meine Küchen sind zwei. Eine Frau ist stolz, mir ihre Küche zu zeigen. Ja. Wann kann ich das, dass ich das überhaupt noch mal erlebe? Also das hier ist die Pennerküche. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade gesagt, es kommt eine Luxusküche. Jetzt sagst du mir, du kochst unter der Treppe. Mach mal die Tür zu jetzt wieder hier. Das kommt mir ja vor, wie bei Harry Potter unter der Treppe wohnen. Warte, hier drüben ist unsere Penner-Räucherküche. Passend zu Dex. Das ist ja wirklich Penner.
Das sind wirklich Penner. Was steht auf der anderen Seite? Luder? Auch Penner. Wer weiß. Pennerküche und Pennerräucherküche. Okay. Ja. Denn hier, das Ding hat irgendwie nicht mehr ins Haus reingepasst. Warum nur? Das muss ich bei mir auch vor die Tür stellen, leider. Da musst du so ein bisschen, hättest du mal ein bisschen bei Stone noch ein bisschen in die Leere gehen sollen beim Bauen. Der kriegt das Ding unter den Teppich irgendwie drunter. Keine Ahnung, wie der das immer macht, das so zu bauen. Da hebst du den Teppich so die Kante leicht hoch und dann kommt das Ding zum Vorschein. Hier ist ja auch noch ein Kleines. Genau, hier ist was ganz Tolles, Kleines. Das sieht irgendwie gefährlich aus, ich weiß auch nicht warum. Bedrohlich. Ah, nee. Aber da müssen wir was ändern. Da müssen wir mal in die Leere. Das geht nicht. Ich habe ein Rohr durch den Kopf. Ich habe jetzt hier ein Rohr durch den Kopf. Ja, das muss unterirdisch gelegt werden. Da muss so ein schräges Rohr und dann drunter. Ja. Deswegen habe ich kein Herz. Einhorn. Sag das Einhorn, nicht mir. Ist das Einhorn hier? Das ist hier wild. Warum hast du eigentlich eine Maske an? Was ist denn bei jedem Gesicht passiert? Was? Du siehst ganz komisch aus. Warum hast denn du die Perücke über der Maske? Hä? Sieht ganz komisch aus. Irgendwie ist das total schief bei dir alles. Die Haare gucken dir aus den Augen raus. Du hast übrigens keinen... Flakhelm und so eine komische Brille. Du hast keine Augen bei mir. Ja, das ist die Brille. Bleib mal stehen. Irgendwie. Also der Flakhelm plus Brillenskin. Kann man dir schon kaufen? Ja, Aki ist da. Moin, moin. Hallo. Nee, Bad Wolves. Der Stone tut nicht alle unter den Teppich kehren, der baut unter dem Teppich. Upsala. Das war der Nussknacker-Tanz. Könnt euch jetzt auch einfach eine Schlange ins Gesicht schmeißen. Oh mein Gott. Wie habt ihr die gezähmt? Ja, mit den Eiern. Mit den, Dex-Eiern. Nee, wie heißen die? Mit Rockdreck-Eiern. Genau. Habe ich auch schon eine Schlange mitgesämt. Nee, ich meine jetzt hier die. Dex, wir haben ein Problem. Die hat die Tür zugemacht bei den Trodons. Ja, wie hast du die Trodons gezähmt? Gibt's hier auch eine Methode auf dem Server? Ja, sie haben ihre Tiere verfüttert. Genau, du musst deinen eigenen Lebenstiere verfüttern. Hast du wirklich gemacht, ja? Ja. Ehrlich? Echt gemacht. Da sind viele Tiere draufgegangen, wenn ich mir hier das so ansehe. Ja. Und guck, kannst du dir den Namen von dem Grün angucken? Geht das? Siehst du den? Nee, warte mal. Doch. Giftiger. Ja. Was? Giftiger Dex? Hallo? Ja. Genau, das heißt doch. Ich bin doch nicht giftig. Nein, das bist du nicht giftig. Hallo Momo, wir spielen gerade auf dem öffentlichen Server von mir. Könnt ihr übrigens, alle, die jetzt gerade vielleicht neu dazugekommen seid, ihr könnt gerne auf dem Server mitspielen, der ist öffentlich, läuft 24 Stunden. Dragonia, wo bist denn du hin? Und wieder verschwunden. Kommst, gibst ein Geschenk und haust wieder ab. Love Trodons. Ja, Trodons sind echt super, erst recht im PvP. Was soll ich gerade gesagt haben zu Momo? Wir spielen gerade auf Valguero. Darauf laufen zwei Mods, aber keine bösen Mods. Alles ganz vollkommen legitim, dass das Spiel noch ganz vernünftig weiterspielbar ist. Und... Ich hatte schon gesagt, dass diese Bude irgendwie bedrohlich aussieht, wenn du hier so runtergehst. Das sieht die so... Jetzt weiß ich auch warum. Alles voller Drodons. Ja, und hier liegen auch noch drei Barfis. Hallo, Klatanova. Nicht nur die Trodons. Die Basis hieß ja noch nicht mal dann. Da hast du ja direkt die böse Überraschung. Ich finde, dieses Teil hier, das Teil, das macht einfach immer alles kaputt. Ja. Das sieht einfach bescheuert aus. Also, man muss es schon, der Stone hat das damals auf dem Staffel 3 ist das, glaube ich, gewesen, Scorch Earth, da hat er das ganz gut untergebracht bekommen in dieses riesengroße Lehmhaus. Lehmschloss, was er gebaut hat. Ich erinnere mich dran, ich hatte mir auch angesehen, das sah gut aus. Das sah ganz gut aus. Aber ich finde die schrecklich, die Teile. Sind sie auch. Ich habe bei mir auch versucht, die irgendwie da noch ein Zuchthaus reinzukriegen, aber selbst dafür war das zu groß, obwohl ich schon höher gebaut habe. Aber du bist ja automatisch gezwungen, wenn du ein kleines Häuschen, das wäre jetzt so meine Hausgröße, das da unten. Und wenn du
so ein Ding baust, wo willst du das hinbekommen? Naja, auf dem Dach. Auf dem Dach. Weit weg. Ja, ist leider wirklich nicht unbedingt im Blickfang. Den hätten die echt ein bisschen anders designen sollen oder zumindest kleiner. Katanova, also es hält euch keiner auf. Wenn ihr vorbeikommen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Ich finde den Wimpern von denen so geil, hier der Dracula. Hast du den schon gesehen, Dex? Nee. Hier vorne der. Der schwarz-rote. Der, mit dem ich von abgefackelt wurde. Der sieht schon ziemlich cool aus, so mit der Farbe. Sieht wirklich böse aus. Und Kristall. Ah, sind schon schöne Tiere. Wir haben ja jetzt, die haben ja unten auch noch was zu zeigen. Chris, gute Nacht. Habt ihr eigentlich den Heckquetz oben auf dem Dach gesehen? Hm? Nee, jetzt. Jetzt. Das ist komplett blau. Das kommt davon, was du denen zu trinken gibst, ne? Ja, oh, das sieht schön aus, ja. Also, jetzt geht's hier runter. Oh, runter? Wohin? Also zu dir, zu da unten, zu dem Fuhrpark. Ich glaube aber auch, dass eure ganze Base läuft so gut, so flüssig, weil ihr habt keine Tiere hier. Relativ wenig, also vergleichsweise. Ja. Oder gut verteilt, sagen wir mal eher. Genau. Wenn die alle auf einen Flex, wenn die auf einen Flex sind, sind die sehr laggy. Aber hast du überall ein paar Tiere, dann geht das. Bei dem, wie hieß das bei Merila? Benira. Da waren ja alle auf einen Fleck. Das ist schon heftig. Das haut rein. Ich finde dieses Schafhaus, was sie gebaut haben, wunderschön. Schon raus! Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht gleich alle Kackekäfer und Schnecken rauskommen. Die stürmen immer zur Tür, wenn die offen ist. Ich habe Gamma aus. Und ja, das ist so weiß. Das ist so mega weiß, da kriegt man ja echt Augen. Mit Tavol gewaschen. Ja. Das hat ja gar keine Pigmente, das ist ja gar nichts, sieht einfach nur ein weißer Fleck. Der Monitor ist kaputt bei mir, Leute. Wie lange habt ihr den in der Waschmaschine gehabt? Das muss der Einhorn fragen. In Archer eingelegt, also in Chlor. Definitiv. Gefällt aber mir. Aber auch sehr, sehr schön, so wie das Dach wieder gemacht worden ist. Ja, das hat Einhorn irgendwie probiert zuzukriegen und das ging nicht. Und dann haben wir das so gemacht. Das ist hier wirklich nicht zu. Ist offen. Das ist auch nicht schlimm. Darum hängen die ganzen Schnecken und Kackekäfer hier, weil es da offen ist. Ich finde das schön, dass es offen ist. Ja. Finde ich eine gute Idee. Ein Gewächshaus, warum nicht? Ja, klar. Alles gut geworden, schön gebaut. Respekt! Schön. Und jetzt runter, glaube ich, an die Etage, ne? Ja, kann man zu Fuß runtergehen? Man kann zu Fuß runtergehen. Hier oben ist ja noch was. Aber hier ist auch noch. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Aber aufpassen, die Schafe hauen sonst ab. Die machen gerade was, verschweinte Sachen, guckst du dir an. Und stören die gerade bei was. Super gut gebaut hier, das kleine Häuschen für die Schafe. Ich finde es immer so schade, wenn man jetzt keine Modkarte spielt. Also jetzt, weil Guerrero ist jetzt eigentlich schon keine Modkarte mehr, das ist ja jetzt schon öffentlich, aber kann man auf Guerrero überall mit dem Adobe bauen? Ja, kann man. Immer, ne? Okay. Ja. Und guck, wir haben pinke Schafe. Aber ich finde es echt schade, weil das ist echt so ein cooles Bauelement oder Baurohstoff, den man einfach auf der Island nicht nutzen darf. Das ist, finde ich, total dämlich. Wenn du das einfach... Okay, es gibt auch kein Sand, das ist ein Logo. Ja. Aber ich finde es irgendwie schade, dass man wenigstens die Möglichkeit hätte. Hier hast du da die Möglichkeit, dass du über die Gachas auch das Material kriegen kannst. Oder halt hier im Wüstengebiet. Ich finde das auch... Jetzt gerade deswegen auch eine richtig gute Karte, weil du einfach die Möglichkeit hast, auch die schönen Sachen alle zu nutzen. Sex, hier unter dem Drachen durch einmal. Crazy Draven, hallöchen. Ich hatte mir überlegt, heute auch vielleicht mal nochmal eine Runde zu murmeln.
Aber mal gucken, wie das so wird. Oh Gott, ich komme hier nicht vorbei. Geronimo! Das tut weh. Und das sind 3 oder 4 Stöcke runter. Okay, hier springe ich nicht mehr. Oh, doch, kein Vogel. Und dein Vogel ist hier oben noch. Ja, ja, das ist egal. Meine auch. Ja. Wir kommen dann nochmal hoch. Das hier sind jetzt meine Rock Drakes. Ja. Auch echt gut aus. Ich könnte ja eigentlich runterfliegen, aber ich will runterlaufen. Ja, alles benutzen, ne? Ja, ich mache ja. Geronimo! Ha. Also wenn man auf dem Griffin Not landet, landet man weich. Toll. Jetzt wollte ich gerade. Ich hebe doch immer die Kacke auf, jedes Mal. Will ich ein Ei aufheben, Kacke aufgehoben. Jetzt will ich die Leiter nutzen, Kacke von euch aufgehoben. Super. So ein Scheiß aber auch. Wahnsinn, das macht es. Einmal runter und dann sind wir. Oh, ein Spino. Ja, das ist meiner. Wir sind ein bisschen Wolf. Dieser Wolf. Ey, lass meinen Wolf in Ruhe. Meine Augen sind Puzzleteile. Da ist der da wollte man den Wolf eigentlich auch weiß färben mit Perwoll und das ist dann, wenn dann die rote Socke drin bleibt noch, so sieht das dann aus. Ja, genau. Ja, so kann man auch sagen. Boah, der Spino hat so eine hässliche grüne Farbe, das gefällt mir so gut. Ja, den hatte ich gesehen und ich dachte so, ne, den muss ich jetzt holen, guck, egal wie lange ich da stehe. Stony Boy, was ist los? Was ist bei dir los? Boah, auch der Pferdestall sieht super gut aus. Aber hast du das pink-rot-grüne Pferd gesehen? Nee, ich sehe einfach gerade das weiße Pferd mit grünen Streifen und dem roten Pferdchen. Und das hier so über die Mauer guckt. Das sieht so gut aus. Ja, das ist Minze. Das war meine erste. Das ist Minze? Ja. Das ist Minze. Oh, hat rote Säckchen an. Und einen roten Weibchen? Ich meine nur wegen dem roten Streifen hinten, ist egal. Ist ein Weib, ja. Okay. Das ist ihre Tochter und die ist pink. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich mochte das rote Bärchen aber, das gefiel mir richtig gut. Aber der gefällt mir auch hier. Guckt ein bisschen doof. Passt zu mir. Steffi? Und eben hier, das guck es dir an, das ist so hässlich. Das ist echt potthässlich. Das, ja, da ist irgendwie wirklich die rote Socke noch hängen geblieben, ne? Echt so hässlich geworden, weil wir haben hier den Pinken gefunden, den einen, und wollten dann einfach mal draus richten und dann kam so was Hässliches bei raus. Draven, woran denkst du denn? Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Schön Standard. Ein sehr schönes Standardpferd. Ja, Aki, was ist denn los mit dir? Warte. Aber ich muss sagen, das habt ihr wunderschön gebaut, den Pferdestall. Also dafür muss ich sagen, eignet sich das enorm gut mit dem Lehm. Ja, finde ich auch. Den schönsten Pferdestall bis heute hat für mich der Grave gebaut, bei Staffel 3. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich die Folge genannt habe. Da hatten wir ja so schöne Castle Baumod hatten wir noch drauf. Und da hat er einen richtig, richtig coolen Pferdestall gebaut. Mod ist aber auch mega gut. Aber mega kompliziert, weil die hat irgendwie gefühlt 7000 Bauteile. Ich bin immer noch erstaunt, wie die das in den Event reingekriegt haben, in so kurzer Zeit solche Gebäude da rauszuziehen. Draven, hey. Draven, ich hab das nicht gedacht. Niemals. Kommst hey, du au! Alter! Die will mich umbringen! Ja. Ja. Tylas! Oh ja, meine Tyla Coleo ist ja auch gestorben. Oh Mann. Ja, den Tyler hatte ich noch gesehen, den konnte ich aber leider nicht übernehmen. Du hast gesehen, was ist sie oder ein er, keine Ahnung, verreckt ist. Der stand an einem Strand, ich konnte ihn aber auch nicht tragen, weil keiner online war, sonst hätte ich ihn nämlich auch noch in Sicherheit gebracht. Evil Bloody, Happy New Year. Oh, dieser blaue Rex. Sieht immer gut aus. Wenn du den Wasser versenkst, dann siehst du nicht mehr, wird er transparent. Nicht ganz, aber ja. Der Prokoptor sieht auch nicht schlecht aus, der rot-weiße. Sag mal, hast du mir jetzt gerade eben deine Hose gegeben? nein. Sie wurde angeschossen. Ich wurde angeschossen, ja. Das fällt mir gerade so auf. Entschuldigung. Siehst du mal, ich gucke den Frauen nicht auf das Hinterteil die ganze Zeit. Niemals. Ich gucke immer zwischen die Augen. Guck. Also hier ist unsere Aufzuchtstation.
Oh! Was ist mit dir denn passiert? Na du! Grün geärgert. Oh, die sind einfach. Oh! Was war das denn? Wieso bin ich jetzt gerade nach oben geflogen? Weiß ich nicht. Meinst du wieder mit Granaten? Nee. Die sind mir vorbeigerannt. Aha. Ich mag sie. Die sind einfach die besten. Sehr cool. Ja. Was so? Das hier hat auch Einhorn gebaut. Alles. Oh, hat Einhorn echt gut gebaut. Mhm. Oh, dieser Tier. Ja, das klingt. Ja, das sind irgendwie schreckliche Tiere, also schreckliche Tierfarben. Finde ich echt schrecklich. Die sieht irgendwie nach so einer Farbe aus, wo man nicht weiß, was sie genau will. Ja, also wir sind allgemein so, die ganz hässlichen Farben müssen wir sammeln. Das ist auch hier so, guck, das ist das Schweinchen, das Gelb, so, das ist Schnoddergelb. Schnodder. Ich muss unbedingt, wenn ich hier so die, wie heißt es denn nochmal hier? No, nein, Vincent, du hast jetzt den Baum nicht kaputt gemacht. Den schönen Baum, den kriegst du jetzt nie mehr wieder hier hin. Doch, kriegen wir wieder hin. Die heißt Uschi? Was hat Einhorn? Ja, das Tier heißt Uschi. Uschi, wie heißt das hier nochmal? Silberrad reißt alles ab bei euch. Das war ich nicht, das war der Wind. Ja. Wie heißt das hier nochmal, das hier? Ravager. Ravager, genau. Ratte. Ich muss unbedingt mal nochmal Aberration spielen. Wenn ich den neuen Rechner dann doch mal irgendwann habe. Aberration-Gebiet hier ist ja ein bisschen klein. Oh, guck mal, für die Farbe. Habt ihr den gefärbt? Kann man die färben? Ich glaube, den habe ich so gefunden, oder? Das ist ein Kiwi. Ja, ja. Der war so. Oh. Sind die immer so? Oder ich meine, die werden doch. Gibt's die kriegst du in verschiedenen Farben. Ach, krass, genau. Schön blau ist schön, echt. Der sieht gut aus. Mhm. Mit dem Braun noch dabei. Gefällt mir. Furby, hast du was zum Essen? Schau mir in die Augen, Kleines. Klar. Die drei Schnitze, die ich dabei hatte, sind gerade vergammelt. Ja. Danke. Brauchst du direkt so viel? Ich habe keinen Baum abgerissen, ich habe nur den Stein abgerissen. Dino, bist du eigentlich noch da? Ich bin durch den Stein durchgerannt, tut mir leid. Fall nicht runter. Fall nicht runter. Niemals. Die Landung ist ziemlich hart. Ja. Fall. Ich kann doch fliegen. Ich nicht. Ui. Was ist das denn hier für eine Riesenplattform? Gibt es da eine Treppe hoch? Da soll eine Treppe hochkommen, ja, noch. Aber das ist mal nur der Anfang. Das wäre was. Und dann oben ankommen und da steht einer und der steht an der Treppe und du kommst nicht hoch. Ja. Und fällst wieder rückwärts runter. Diese Windräder, das sind echt cool, ne? Die gefallen mir richtig, richtig gut. Vor allem schön leise. Schön leise und man, das ist so eine Sache, das könnte man perfekt ins Spiel einbringen. Gar kein großer Akt. Ah, Dino. Ja. Ich hab letztes Mal mit meinem neuen Rechner, also gesehen, oh je, ab und zu läuft hier mein neuer Rechner mal. Manchmal läuft er mal 5 Minuten, mal nur 10 Minuten, manchmal 6 Stunden. Und ich habe Collision Course mal getestet mit meinem neuen Rechner. Ich muss gerade mal ganz ehrlich gestehen, dass das Spiel jetzt schon langsam in die Jahre kommt. Weil ich habe jetzt alles auf Maximum gestellt, weil ja mit dem neuen Rechner läuft das ja alles easy. Sieht zwar gut aus, aber ist nicht mehr so der Burner, ne? Ist nicht mehr so der Overburner. Und dann habe ich gesehen, dass der ein paar neue Dinos reingebracht hat, wie den Parasaurolophus. Der ist aber auch kacke. Laufanimation war echt scheiße. Und fand ich eher nicht so toll. Willkommen zum ersten Stream in diesem Jahr an alle D. Alle D. Achso, okay, das ist Smiley. Ein Furby im Schlafanzug? Ich wollte gerade sagen, wer ist denn als Astronaut hier gerade an mir vorbeigerannt? Das war ich. Sieht ja aus wie ein Schlafanzug. Hallo Nox. Hallo Koni. Koni, habe ich eben schon Hallo gesagt? Ich glaube, klar, habe ich dir schon Hallo gesagt. Ich gehe mal wieder hoch mein Dings holen.
Ja, komm mal mit hoch. Oh Gott, wie komme ich hier hoch? Was ja, die hin? Leiter und alle. Ja, irgendeine von den Leitern ist es, glaube ich. Oh, kannst du dich auch hinten draufsetzen? Lege ich dich kurz hoch? Nö, nö, nö. Wenn dann schon alles richtig und so. Gott. Mit so klein wie die Treppe hier. Da war eigentlich mal ein Stein, dass man hoch konnte. Oh, viele Leitern. Oh nee, danke euch Leute. Ich habe keine Tiere erstmal mir geben, weil der Dex hat zwar dann Tiere, aber kein Haus für die Tiere. Dex hat eigentlich gar nichts mehr. Boah, ist eigentlich schon. Ich habe da noch so ein Cliff-Haus, wo du drin schlafen kannst. Ja, wieso komme ich jetzt hier nicht hoch? Achso, falsch. Und wir haben auch noch ein Zimmer frei. Oh. Hier an der Seite kommt man ja, hier an der Seite kommt man ja gar nicht rüber. Ich schlafe jetzt einfach auf der Straße. Doch, kommt man. Du musst an dem Quetz vorbei. Hä? An dem Quetz vorbei. Aha. An der Seite. Ah, okay. Rechts an der Seite. Schon gesehen. Danke. Das ist geheim, weißt du? Kommt trotzdem nicht vorbei, da ist die Tür zu. Ja, warte, ich mach auf. Guck, ich bin doch schon hier. Nee, da nicht. Kann man hier nicht an der Seite lang? Nee, da sie kommst du nicht lang. Doch, guck mal hier. Ich bin ganz gemütlich vorbeigelaufen. Nee. Ich bin noch dünn. Hat er nicht gemacht. Ich mach doch Schokoladendiät. Da ja, klappt. Achso, ich hab hier mein AG ist hier unten, genau. Ich wollte gerade sagen, wo willst du hin? Der hier steht ja noch. Weißt du, was wir machen, Leute? Ich glaube, wir machen das, glaube ich, nochmal so eine kleine Runde. Wer hat denn Bock auf eine Runde murmeln? Das ist die Frage, ob jemand Bock hat zu murmeln. Ansonsten bleiben wir weiter bei Ark unterwegs. Was ist eigentlich mit Primal Carnage? Da war doch letztens so ein großes Update. Ja, haben wir schon gespielt. Ja, was war denn da jetzt neu? Weißt du das? Mhm. Wir haben einfach mal wieder, das ist immer so, einfach mal vorbeikommen und die Balance wieder durcheinander schmeißen und dann wieder abhauen für 6 Jahre. Weil die haben sich jetzt mal wieder gedacht, dass die Dinosaurier jetzt wieder stärker werden. Ja. Dass die Menschen einfach jetzt mal wieder scheiße sind. War es so rum, ne? Oder war das andersrum vorher? Wie war das nochmal? Menschen sind so oder so doof. Oh, da unten kämpft ein Rock-Golem gegen einen Rex. Dein Georock. Los, Georock. Dein Kante. Haben wir eigentlich alles gesehen, ne? In der Base, oder? Jo. Ja. Oh, ich muss das trinken. Ich muss irgendwo mal ganz kurz so eine Pipi-Fitze vorbei. Ja, ist eine gute Idee. Bei mir ist auch Wasser runter. Ach, da unten ist doch ein See. Sturzflug. Wir haben extra das Wasser hochgezogen und jetzt. Und keiner trinkt da dran. Das ist doch vergiftet. Nee, ist es nicht. Hallo, wenn Einhornpisse an den Wasserleitungen arbeitet. Der Name sagt doch schon, das ist doch Programm. Ich habe unten reingestrüllt. Nee. Doch, mehrmals. Nee. Nein. Naja, doch. Oh. Vorsicht, da sind ein paar Dinos um die Ecke. Ja, oben liegt der Stroh. Ist alles da. Um die Ecke. Jetzt muss ich noch Eier ausbrüten. Oh, hier sind auch schon Wasserleitungsexperten am Dienst hier. Ja klar, überall. Oh, jetzt ist alles so. Überirdische Wasserleitung. Das muss alles verbunden sein. Das muss alles verbunden. Na, trinkst du mal was? Hallo? Trinken? Ach, hab ich schon. Okay. Hab ich gar nicht mitbekommen. Jetzt habe ich Hunger. Schön. Einmal mit Profis. Jetzt habe ich Hunger. Essen. Oh, hier ist Honig. Hab ich den? Ich hatte dir ja sogar eine gelbe Flinte rausgelegt, ne? Ja. Oh, Gott sei Dank hast du nicht aufgehoben. Ja. Gib doch Dex ein bisschen was zu essen. Ich wollte gerade sagen, ich kann dir noch was droppen. Da ist die Bienenkönigin drin, also wenn ihr braucht doch noch eine. Nee, wir haben eine. Achso. Die mounten mich immer ab. Halt, ich helfe dir. Du hilfst dem mir oder dem Baum? Der arme Baum, einfach mal ganz gut weggenietet. Arme Baum. Wow, roll back. Roll. Da sind auch viele Bienen an dir.
Achtung. Oh, Raptor. Ja. Da kommen immer wieder neue Tiere raus, weil mit Griffen gerade die Bienenstock griffst. Entschuldigung. Ich versuche da wegzufliegen, aber ich komme nicht weg. Doch jetzt. Doch jetzt los. Jetzt. Oh, Forest Law. Ich wollte doch nur Honig klauen. Ich schmeiß dir mal Fleisch raus, Dex. Ich habe aber Honig geklaut. 5. Oh, sie kommen. Wuhu. Das Incoming! Erstmal ganz kurz Honig. Mmh. Oh, war auch wieder voll. Nein, fallen lassen, essen, Mann. Nein, du sollst nicht die Lampe. Ach, ich wollte gerade eine Torch essen. Solange es schmeckt. Ein bisschen fad. Musst du Honig drauf machen? Oh. Moment, ich droppe dir hier mal was weg. Ich habe Honig gegessen. Ich lebe gesund, mein Freund. Hey, Grillen gibt's mir auch. Je nachdem. Ja, klar. Ihr habt doch meinen Instagram-Post gesehen. Ich lebe gesund. Next, nur Döner essen, das ist nicht gesund. Nee, das ist nicht dieser. Das ist nicht der. Das ist der vorletzte Post. Schnell gucken. Hast du dir wenigstens ein paar mitgenommen? Ja, der Döner, eine Dose natürlich. Hast du bei dir im AG geguckt, Next? Ja, hab schon auf was gemampfelt, oder? Hab ich was gemampfelt? Ne, hab ich noch nicht gemampfelt, aber dankeschön. Ja, Dino, man merkt sofort, dass das nur ein Entwickler ist. Und das Problem ist, wenn der nicht langsam aus der Pötte kommt, ist das Ganze wieder ein bisschen veraltet und dann interessiert das keinen mehr, das Spiel. Weil man merkt sofort, ich habe nämlich bei Collision Course mal ganz kurz eine Runde gedreht, habe ein paar Dinos gesehen, dann habe ich dann irgendeinen von den anderen Sträflingen auf der Karte gesehen und der ist dann so auf mich zugegangen. Was ist denn das für eine, was ist denn das für eine Computerbewegung? Das ist doch ein Witz. Das war damals bei Counter-Strike oder sowas, ja, aber nee, das ist huch, das sind deine Leichkiste, die wollen ja hoch. Ja. Ich schieße dich jetzt ab. Ich finde das so heftig, wenn die Brontos attackieren, wo die, wie die dann an jeden Bronto kleben. Ich finde das so cool, die Animation. Mit den Dinos ist auch gut, das Tempel-Dungeon zu machen. Glaube ich dir, weil die können ja gut fliegen. Fliegen, Anführungszeichen. Retro-Dex. Ja, mach ich ein Let's Play nochmal davon, von dem Spiel, was dann bald aus so wirkt wie 2D. Das war jetzt die arme Motte, die habe ich gerade mit abgeschossen. Ich hab's sauer erwischt. Reichweite nicht groß genug. Richtig, Döner essen ist gesund, da ist Salat drauf. Döner ist sowieso alles gesund, auch Fleisch ist gesund, alles gesund. Tatsächlich wurde sogar der Döner von allem Fastfood als gesündeste gewählt. Naja. Ja, wegen Salat. Was, wegen Bananen? Nicht nur wegen Salat, auch weil Achso, ja, aber auch Hamburger von McDonald's ist doch auch Salat drin, deswegen also gut. Eher, bei uns eher weniger, also ich weiß nicht. Liegt aber auch viel dran, weil das Fleisch sehr mager ist, also nicht so fettig ist beim. Aber unter der leckeren Remouladen-Dressig-Soße und dem Käsebröckchen, da ist auch Salat drunter, ganz ehrlich. Den gibt's bei uns gar nicht. Unter dem riesengroßen Berg Fleisch, da ist auch Salat drunter. Ganz auf ehrlich, das ist gesund. Das nicht. Was meinst du? Dass auf dem Burger Salat drauf ist. Wie? Bei McDonald's? Und, ja? Da muss doch drin sein. Wo ist denn bei euch? In der Schweiz. Ehrlich nicht? Lenya, da ist auch von Stone Abriss möglich. Da sieht man mal, so war hier länger nicht mehr. Kein Salat auf dem Hamburger? Nee. Also bei, jetzt nicht bei allen, klar, aber... Nee, nur Gurken. Also jetzt auf dem Ham... Also du meinst jetzt vom Namen selber nur Hamburger jetzt, ja? Oder meinst du jetzt von allen, oder wie? Also bei uns gibt es sehr wenige, wo jetzt Salat drauf sind. Ist das nicht immer Standard? Also auf dem Hamburger ist so kein Salat drauf. Da ist ja so nur ein Stückchen
Käse, okay. eine okay. Scheibe saure Gurke und dann alles andere drauf gequetscht. Also was ja, auch gut, immer. Ja gut, ich esse eh nicht so viel McDonald's und Burger King. Ich auch nicht. Lieber ich beim Colleen? Burger. Hast du eine gute Dino-Zucht? Ich habe bis jetzt noch gar nicht großartig gezüchtet. Ich kann dir aber gerne gleich mal ein Ei von den Dinos geben. Eventuell ist das ja bald brauchbarer für dich. Ja, was für, ist es ein Zuchtei oder ist es ein wildes? Es ist ein Zuchtei von zwei relativ guten, die ich schon aufgezogen habe. Wo sind die jetzt eigentlich? Ja. Von wem ist die Base hier eigentlich? Die ist angefangen und nicht fertig gemacht, glaube ich. Von Lenya, ne? Also von Stone. Ja, von Stone. Ach so. Okay. Ah. Das ist selten, dass was Unfertiges von Stone sieht. Ja, was ist denn da los? Die will ich aus der Tribe schmeißen und vom Server kicken. Wir hatten hier unten so viel, so schön schräg alles gebaut. Ja, da ist das Problem, da sind auch schon ein paar Sachen automatisch verschwunden, weil der Abriss hier auch langsam beginnt, der automatische. Schade, wo viel schön das gebaut ist. 14 Stunden, 4 Tage, also verschwinden auch schon ein paar der Sachen. Ich mach eben kurz, wie ist der Tribe? Alpha Jäger. Ja. Okay. Eigentlich voll gut gebaut. Also, der Ansatz ist auch schön gebaut. Also, es sah schön aus. Ich habe es noch fertig gesehen. Also, es war fertig gewesen, aber die Teile sind schon nach und nach verschwunden. Das ist ja so, je nachdem, wann du die Teile gebaut hast, die verschwinden ja zuerst, die du zuletzt gebaut hast. Mhm. Aber es ist eigentlich, ich finde das so schön, dass jemand sich die Mühe gegeben hat und diese großen Plattformen immer dazu gemacht hat, dass es immer alles gerade ist. Finde ich jetzt gut mit den schönen Treppen. Schade eigentlich. Das ist wirklich schade. Die Base sah nicht wirklich gut aus vorher. Ja, hier siehst du das ja auch. Das war, glaube ich, das Haupthaus. Ja, da ist schon ein Teil des Daches verschwunden. Kannst du reingucken? Ja. Da drüben hat auch jemand angefangen. Mit Lehm. Irgendwie vermisse ich jedes Mal, wenn ich auf dem Server hier bin, vermisse ich die ganzen Mod-Tiere von der Mod, die wir auf dem Island-Server haben. Oh ja, Bintorongs besonders. Ah, ist einfach was für eine coole Moment Mod. Mal, Bintorongs finde ich doch gar nicht. Da war ja was. Verdammt coole. Verdammt coole Mod. Definitiv. Ja, die habe ich mir heute auch noch runtergeladen. Also es ist echt, von den ganzen Mods, die wir in den ganzen letzten Jahren getestet haben, bis auf die Stack-Mod, die eigentlich keine Mod schon mehr ist, das gehört dazu, ist das die beste, von weit aus die beste Dino-Mod. Ja gut, wir haben jetzt auch auf dem Privatserver so viele Mods drauf, also wir haben jetzt aktuell 16 Mods. Oha. Wow. Ja. Läuft das da überhaupt noch? Ja, sogar besser als hier auf dem Server. Okay. Das wundert mich aber mit so vielen Mods. Ach, ich hab noch sagen wollte, ich hatte jetzt auch mal die Mod mal geedit, die ja zuletzt aufgepackt war, Staffel 10. Ich muss sagen, diese speziell zu zähmenden Tiere, da hat sich jemand besonders viel Mühe gegeben, so mit den Zähmarten und allem. Mhm. Also, es war ja eigentlich sonst immer nur ein paar Tiere reinklatschen, fertig, aber da ist dann ja auch noch ein bisschen was Neues dazu gekommen für mich. Einfach so die Zähmung von den Akrokanto war mega gut. Ja, der ist übrigens überarbeitet worden. Ja? Ja, ich habe ihn jetzt leider noch nicht gesehen, aber die Kim ist leider nicht so ganz glücklich mit. Ich meine, sie ist sehr, sehr dünn geworden und andere. So haben die es erleichtert. Schade, ich fand ihn eigentlich schon so, wie er war. Super. Fand ich auch gut. Das ist schade, weil das war eigentlich mal so ein bisschen Herausforderung. Aceton, dankeschön! 3 Monate, danke für den Twitch Prime. Ah, hier baut einer einen kleinen Hafen. Mhm. Der arme Spino ganz alleine für sich hier eingesperrt. Keiner mag dich. Doch, Spinos sind toll. Ja. Der wirkt ja irgendwie ein bisschen verlassen und alleine. Hier geht's voll ab irgendwie. Ist derjenige, der Erbauer hier von dem Ganzen, ne? Guck mal kurz. Ich glaube, der auf dem Raptor. Mhm. Wirklich. Voila. Auch hier, die Höhle ist aber auch nicht schlecht so noch dabei. So eine schöne Höhle.
Ja, das ist eine gute Position, finde ich. Den Wasserfall, Wasser, direkt den Übergang zum Redwood Forest und zum tropikalischen Gebiet, Höhle, alles da. In der Höhle, was gibt's denn hier? Was ist das hier von Hyäne? Oh. Ich wollte gerade sagen, Hyäne. Warum ist denn das so hell hier drin? Kommt gleich noch die. Wird noch geladen oder ist das immer hier so hell? Das ist halt schon so hell. Bei mir ist es nämlich auch verdammt hell. Ich habe keinen Gamma an. Ich sehe auch alles. Ich habe auch keinen Gamma an. Habe ich Gamma an? Bin überrascht. Normalerweise wird es immer stockduster, wenn man irgendwo reingeht. Ich habe ja auch die Schatten jetzt ausgestellt wieder. Schatten habe ich auch mittlerweile immer aus, weil die backen so viel rum. Ja, das Lustige ist, auf dem neuen Rechner sind die Schatten genauso scheiße wie jetzt. Ich schieb die Schatten immer vor mir her. Das ist ein Problem bei Ark. Das ist total. Das ist richtig bescheuert. Hier sind wir wieder bei dem pinken Gigant.